Hey ho meine Lieben, Freitag ist nach der Arbeit und ich mache jetzt einen Chicken Curry Reistopf mit viel Ananas. Ja, Topf, nicht Topf. Heißt, ich mache das alles hier ganz gemütlich in der Küche. Draußen ist mir viel zu windig und ja, ganz einfach im Topf heute ein leckeres Essen schnell zubereitet und ja. Freiplanung, Freischnauze, einfach zum Einkaufen gegangen, eine Hintergrundidee gehabt und ja, einfach mal geshoppt und was ich alles habe, da drüben, auf geht's. Und ich glaube, das Ganze wird heute sehr süß mit der Ananas. Hier haben wir schon die kleine feine Übersicht. Also drei Hähnchenbrüste, mehr habe ich gar nicht, braucht man nicht. Eine rote Paprika. Ein bisschen Suppengrün, ein bisschen muss sein, mehr verwende ich nicht. Ein Hühnerfond oder Geflügelfond, eine halbe Tasse Reis, eine komplette Dose Ananas in Stücken. Dann habe ich hier extra noch ein Curry. Dann das Taj Mahal, hey, ich habe es richtig ausgesprochen, von McAllister. Ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten. Und noch ein Creme Fraiche mit Kräutern, ja, für hinterher. Das ist soweit jetzt mal alles, was ich mir hergerichtet habe. Ich fange jetzt an zum Schnibbeln, Schneiden und wenn das alles klein geschnibbelt ist, hole ich euch wieder dazu. Die große kleine Schnippelei ist fertig. Suppengemüse, Paprika und die Hähnchenbrüste. Ananas brauchen wir ja nicht schneiden und den Rest. Tja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Legen wir los, tun wir das Fleisch anbraten. Zuerst einmal die Kamera gescheit in Position. So Leute, erst einmal ein bisschen Butterschmalz hineingekloppt. Und den tun wir jetzt schmelzen. Und dann können wir auch gleich die Hähnchenteile mit rein. Was hängt da dran? Paprika. Nee, eine Zwiebelschale. Wieso hängt da eine Zwiebelschale? Dieses ganze Rezept ist natürlich wieder voll und ganz auch auf dem Dutch-Ofen anzuwenden. Draußen, wer das gerne möchte, ganz klar. Und dann braten wir erstmal unser Hähnchen etwas an. Ganz wichtig, Tomatenmark hätte ich fast wieder vergessen. Kurz vor Anbratende tue ich jetzt etwas von den Taj Mahal drüber. Kann nämlich das schon mal ein bisschen ins Fleisch noch mit einziehen, wenn es überhaupt noch einzieht, nachdem es angebraten ist. Und noch ein klein bisschen Curry mit drüber zusätzlich. So, das reicht. Läuft die Cam überhaupt? Jawohl. Dann kommt das Ganze in eine Schüssel. Hier haben wir jetzt eben noch ein bisschen von der Brühe drin. Sieht man es? Ja, ein bisschen. Also was das Hähnchen ausgelassen hat. Und natürlich der Butterschmalz. Da können wir jetzt wunderbar das Tomatenmark ein bisschen anbraten. Geht recht schnell, wenn man einen Ofen auf hoher Stufe hat. Dann kommt hier jetzt das ganze Gemüse rein, das Suppengrün, das ganze können wir ein klein wenig mit dem Gemüse voran angießen, zwischendurch den Erd wieder abwischen, der spielt gerade verrückt, weil ich genau drüber gestuckelt habe. Dann können wir schon unsere Ananasdose in Spalt öffnen. Und nein, da kommen jetzt nicht die ganzen Ananas rein, da kommt bloß der komplette Saft rein.
So. Erst die Flügel vor. Und die halbe Tasse Reis. Und das Ganze lassen wir jetzt ja so eine 10 Minuten, Viertelstunde vor sich hin blubbern und erst einmal den Reis vollsaugen oder sich den Reis vollsaugen lassen und danach geht's weiter. Hallo mein Schatz, kommst du von der Arbeit nach Hause um 19.45 Uhr? Das glaube ich dir. Also knapp 10 Minuten später, es köchelt, langsam geht auch der Reis auf. Ja, und das ist der Moment, wo wir den kompletten Rest hinzufügen. Ja, fast den kompletten Rest. Flüssigkeit braucht man noch. Und nachher schmeckt man das ganz einfach noch mit dem Dutch Mahal fertig ab. Tja, und dann gucken wir mal, wie es schmeckt. Und dann kommt natürlich auch ganz zum Schluss noch das Creme Fraiche mit rein. Lassen wir es mal weiter köcheln. Dann wollen wir mal reingucken. Ja, das brodelt gut. Das sieht auch ganz gut aus. Wow. Der Geschmack hat sich auch sehr gut entwickelt. Da brauchen wir gar nicht mehr viel von dem Gewürz. Ein bisschen Curry dazu. Und dann probiere ich gleich mal eine Paprika, ob die schon schön weich ist. Ein paar Minütchen kann es noch. Aber geschmacklich? Geil. Schreibe mal ein bisschen runter noch. Dann lassen wir das noch so 5 Minuten. Ja, so. 5 Minuten und dann kommt das Creme Fraiche rein und dann können wir gleich essen. So, dann schmeißen wir das Creme Fraiche rein. Ich habe da wieder ein Kräutercreme Fraiche genommen. Ein bisschen Geschmack kann ja nicht schaden. Tja, Freunde, und wisst ihr, was jetzt kommt? Richtig, das Probiererle. Hier können wir ausschalten und das lasse ich jetzt ganz, ganz kurz noch auskühlen und dann probieren wir. Tja, länger möchte ich jetzt nicht warten, ist immer noch recht warm, aber ich habe Hunger. Mhm. Paprika mittlerweile auch weich, nicht zu weich, also nicht verkocht. Sehr lecker. Mhm. Ja, leichte süßliche Note, aber nicht zu süß. Habe ich mir fast süßer vorgestellt, aber es ist vollkommen in Ordnung.
Schatz, deine Meinung, dann sind wir mit dem Fazit nämlich schon durch. Sehr heiß. Ja, das sowieso. Sehr lecker. Zusammenstellung, wie gefällt's dir? Ja, ich bin ja diejenige, die lieber der Reis separat hat. Ja, und ich mache sehr gerne All in. All in. Ja, ist okay. Sehr lecker, Nachmachempfehlung. Und Leute, abonniert die Glocke, liked meinen Kanal. Abonniert die Glocke? Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, nicht andersrum. Ja, gut. Das nächste Mal könnte es sein, dass ich euch wieder mit einem Computerbastelvideo nerv. Aber das sollen dann bloß die anschauen, wo es auch interessiert. Okay Leute, aber ich esse jetzt. Und wir sehen uns, Tschaikowski. Man spricht ja, wenn der Mund voll ist. Ja, das war jetzt so, mein Schatz.